Ja, hallo, mein Name ist Hans-Peter Reichmann. Ich bin Leiter der Sammlung des Non-Film-Archivs des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums DFF und kuratorischer Leiter des Fassbinder-Centers. Wir sitzen heute hier in einer ganz ungewöhnlichen Form, denn wir wollten eigentlich zum 75. Geburtstag von Rainer Werner Fassbinder am 31. Mai, also heute, ein Wochenende veranstalten bei uns im Kino mit Filmen und mit Führungen im Fassbinder Center, dass wir der Öffentlichkeit auch die Bestände, die wunderbaren Bestände, die seit Mai 2019 hier in diesem Gebäude sind, vorführen können. Das ist nicht möglich. Wir wollten den wunderbar restaurierten fünfteiligen Fernsehfilm 8 Stunden sind kein Tag als Marathon zeigen, auch ein Gespräch mit Juliane Lorenz über die Restaurierung. Das holen wir nach, das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn unser Kino wieder eröffnet, nachholen. Und wir wollten die beiden Frankfurt-Filme zeigen. Das ist einmal Mutter küsst das Fahrt zum Himmel. Und in einem Jahr mit 13 Monaten. Wie gesagt, alles dieses wird nachgeholt und jetzt sind wir hier. Ich sitze auf dem Sofa von Fassbinder, auf dem Terrazza-Sofa aus seiner Wohnung, das wir hier auch in den Archivräumen haben, und möchte mich mit Juliane Maria Lorenz-Wehling unterhalten über alle möglichen Dinge, die uns jetzt begegnet sind in den letzten Jahren, und auch über ihre Arbeit und ihre Arbeit am Nachlass und an der Erhaltung der Filme von Rainer Werner Fassbinder. Hallo Juliane, ich grüße dich. Hallo. Wir kennen uns schon lange, deshalb werden wir uns duzen. Juliane Lorenz ist Filmeditorin. So nennt man es heute. So nennt man es heute, früher hat man es Cutterin gesagt, Produzentin, Autorin, Regisseurin und natürlich Präsidentin der Rainer Werner Fassbinder Foundation in Berlin und Geschäftsführerin auch. Also alles lastet sozusagen auf ihren Schultern seit dem Tod von Fassbinder im Jahr 1982. Julian, wie seid ihr denn zusammengekommen? Das war ja im sehr, sehr frühen Stadium. Du warst noch sehr, sehr jung, Fassbinder und du. Also ich mache es jetzt kurz. Ja. Ich war jung, ich war 19, vielleicht gerade 20 geworden. Das muss ich immer drüber nachdenken. Und traf ihn während meines Studiums in München erstmal zufällig in einem Lokal, da huschte er an mir vorbei und alle Leute sagten, das ist der Fassbinder. Nun war das kein unbekannter Name, der hat mich natürlich interessiert und das war alles sehr aufregend. Also ich muss aber sagen, ich fühlte mich ja wie in dem 100. Himmel der Filmgeschichte insofern schon als junges Mädchen. Ich hatte durch die Familie meinen Stiefvater, der auch Filme machte, Kurzfilme. Dann habe ich auch viel erfahren. Man las ja auch in München sehr viel über Fassbinder. Der war meistens irgendwo in der Zeitung. Kurz darauf, nachdem ich eine kurzfristige Ausbildung in der Bavaria gemacht habe als Cutter-Assistentin, und da brauchte jemand eine Cutter-Assistentin und das war Ila von Hasberg. Das war ein Film, den Rainer produziert hat. Und sie fand die Zusammenarbeit mit dem Regisseur, das war wiederum Michael Fengler, nicht so spannend und aufregend und sagte, sie hört auf. Dann habe ich gesagt, loyal wie ich immer bin, ja, dann höre ich auch auf. Also was sollte ich da alleine, habe ich mir gedacht. Ne? Und dann sagte sie, ich mache sowieso den nächsten Film vom Fassbinder. Und dann fragte sie mich, ob ich mitmache und dann habe ich natürlich ja gesagt. Ich habe parallel studiert noch damals, politische Wissenschaften, und habe dann Herrn Fassbinder im Schneiderraum kurzfristig kennengelernt. Und er kam rein und sah den ersten Schnitt, weil Ila war während des Drehens von Chinesischem Roulette auch in diesem berühmten Schloss Stöckach, was der Familie Ballhaus gehörte. Und da hatten sie ja den ganzen Film gedreht. So, und er kam rein, sagte guten Tag, lachte,
freundlich und Ila stellte mich vor und er setzte sich hin, sah die ersten beiden Rollen schweigend, lächelnd zumeist, weil er sich, glaube ich, freute über das, was er inszeniert hat, stand wieder auf und sagte sehr schön und sagte Tschüss. Das war die erste Begegnung. Dann kamen noch zwei andere dazu. Das sind kleine Momente, wie man hat mittags gegessen. Es gab nur ein Lokal in der Nähe von der Bavaria. Und dann bestellte er zum Beispiel Kartoffeln mit Kaviar. Sowas habe ich noch gar nie gehört, dass es sowas gibt. Das sind so die ersten Momente. Und die waren mit großem Respekt und mit Schüchternheit, glaube ich, auch verbunden. Aber er hat sich ziemlich schnell für mich interessiert. Dann kam der nächste Film, dann kam wieder was. Also kam der nächste war Bollwieser, zweiteilige Fernsehserie. Er bestand dann darauf, dass Ila mich freigibt. Und dann habe ich mit ihm zusammen die Kinofassung geschnitten. Und danach sagte er zu mir, möchtest du nicht beim nächsten Film mitmachen? Ich mache einen Film mit der Bavaria Despair. Das ist sehr spannend. Wenn du was lernen willst, komm doch mit. Und dann war ich erst mal überrascht und hatte nur einen Satz. Den habe ich doch rausgeschossen. Das ist aber dann meine letzte Assistenz. Ja, hat er gesagt. Ich glaube, das fand er gut. Also ich hatte ja nur 1,5 Jahre Erfahrung, wenn überhaupt. Und dann, ja, dann kam die Geschichte mit Reginald Beck, den er sich als Cutter, englischen Cutter, ausgedacht hatte, beziehungsweise ausgesucht hatte, der viel mit Joseph Losey, Anne René gedreht hatte. Und das war ein reizender älterer Herr und da lernte ich on the very British way, was es heißt, einen Star-Cutter zu haben. Ich war die erste Assistentin schon, dann gab es noch eine zweite, die musste nummerieren und so. Ja, so war das. Und dann gab es diese erste Schnittvorführung. Rainer war in der Zeit war überhaupt nicht im Schneiderraum, hat sich nur am Anfang Muster noch angeschaut, in der großen V1 in München, Bavaria-Gelände. Und war, so wie ich das dann auch später verstanden habe, er hatte sich so gefreut, dass er so einen berühmten Cutter gekriegt hat. Den hat er sich ja gewünscht. Und er wünschte sich einfach, dass der ihm was anbietet. Und tatsächlich hat er aber auch damals sehr viel gedreht. Also es war auch für ihn, Dirk Bogart, Andrea Verjoll, nicht, dass er nicht schon Stars gehabt hätte, aber das war jetzt doch die erste große internationale Produktion der Bavaria damals. Parallel gab es nur Billy Wilder. Ja, kurz unterbrechen, eigentlich wollen wir ja darüber reden, was die Fassbinder Foundation die letzten Jahrzehnte geleistet hat. Was ist die Aufgabe? Das Rainer Werner Fassbinder Foundation, gemeinnützige Nachlassstiftung Berlin. Das ist der konkrete Name. 30 Jahre arbeitet ihr bereits schon an der Sicherung und dem Erhalt hauptsächlich der Filme. Naja, also wenn man selber Filme macht oder gemacht hat mit Rainer, kann ich ja sagen, dass ich sozusagen an den letzten 14 inklusive mit Berlin Alexanderplatz ja beteiligt war. Und da liegt ja schon mal erst ein gemeinsames Interesse daran, dass diese Filme, die mir das Leben und die Sicht auf das Leben ja nicht nur eröffnet, sicherlich auch mit eröffnet haben, sondern auch erweitert haben, dass diese Filme wichtig sind. Also Rainer deckt ja eine Menge ab. Er war ja nicht nur ein Filmemacher, er war ein Theater, Autor, Regisseur. Er hat Gedichte geschrieben, er hat Musiktexte geschrieben, hat sogar eine Melodie gesummt, die dann notenmäßig aufgeschrieben wurde und verwendet wurde in Angst, Essen, Seele auf, wieder ein Teil, auch in Händler der vier Jahreszeiten. Dieser Inhalt, der hat mich natürlich also ich sage jetzt nicht gerne immer, ich bin auch ein Künstler, aber sagen wir mal, als musisch und künstlerisch veranlagter Mensch, ist ja klar, dass so ein Werk, an dem du teilhast, wo du die Zusammenhänge kennst, zumindest ab 76, und das ist sozusagen eine natürliche Sache für mich gewesen, dass man sich dann darum kümmert, also zusammen am Anfang mit Lilo natürlich auch. Lilo hat ja nicht nur die Buchhaltung zusammen mit natürlich einem Steuerbüro
bewerkstelligt von seiner Tango-Film und dann damals die Pleite gehende Antitheater-X-Filme. Lilo Ehlers selber war eine Übersetzerin, und zwar eine sehr gute, von Truman Capote Kurzgeschichten, und sie war eine berufstätige Frau. Also sie hat das nebenbei gemacht. Lilo verstarb 1993. Die Foundation ist 1988 gegründet worden. Natürlich aus dem Grunde, das haben Lilo und ich auch sozusagen beschlossen, war ja auch gar nichts anders möglich, als dass das Werk erhalten bleiben muss. Es gibt das Theaterwerk, das vom Verlag der Autoren vertrieben, verliehen wird. Aber es geht ja hier um Urheberrechte, um sozusagen marktträchtige Rechte, die zu dem damaligen Zeitpunkt nach Reinhards Tod gar nichts wert waren, um es genau zu sagen. Der Fassbinder war tot und er war weg. So ist das im Leben. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, das schon sehr lange her ist, als du mir sozusagen deine Ziele dargestellt hast. Und dein großes Ziel ist, und es ist es immer noch, gehe ich davon aus, dass du alle Filme von Fassbinder verfügbar machen möchtest, dass sie auch in neuen, aktuellen Formaten verfügbar sind. Und das ist natürlich auch in der Vergangenheit sehr eine große Leistung der RWFF gewesen. Das hat damit begonnen, dass wir in die digitale Zeit hineinrutschten. Mhm. Und das habe ich für mich selber sehr früh erkannt, weil wenn du selber mit Filmen zu tun hattest, ich musste ja mich auch umorientieren. Man hat ja nicht mehr am Steenbeck geschnitten, man hat ja dann digital geschnitten, dass ich vorausschauen musste. Und als ich dann die Foundation persönlich übernommen habe, das war ja 1991, da lebte Lilo ja noch, und das war schon klar, dass ich das irgendwann mache, aber so richtig klar war mir das auch nicht, was das heißt. Ich habe ja parallel weiter immer noch Filme auch geschnitten, einer nach dem anderen, mit Werner Schröter, mit Mashani Meerapfel, mit auch einen mit Oskar Röhler. Aber es war mir selber noch nicht, also ich war noch nicht so weit, dieses Thema für mich zu integrieren. Jetzt kriegte ich einen wunderschönen Bundesfilmpreis 1991 für Marlina, ein Film von Werner Schröter, mit Drehbuch Frau Jelinek und so weiter, Isabelle Huppert in der Hauptrolle, nach Ingeborg Bachmanns Roman. Und auf einmal bekam ich da dieses sogenannte Preisgeld. Das war nicht viel, aber ich hatte gesagt, so, und jetzt habe ich selber Geld und möchte jetzt eine parallele gemeinnützige Stiftung gründen. Ging dann in Berlin, bin ja dann nach Berlin gezogen. Oder ich war ja schon längst in Berlin, so muss man sagen. Und habe dann diese große Ausstellung am Alexanderplatz konzipiert, gemacht, zusammen mit Harry, der dann auch Gelder besorgte, Harry Bär. Und habe das sozusagen, ich wollte nach 10 Jahren nach seinem Tod, wollte ich einfach mal zeigen, weil es gar nichts mehr gab vom neuen deutschen Film, geschweige denn Fassbinder, worüber sich die Leute unterhalten haben oder gesehen haben oder in Kinos waren. Das war immer alles im Ausland. Jetzt zeige ich euch das. Und dann machte ich diese große Ausstellung auf 2400 Quadratmeter am Alexanderplatz, im Alexanderplatzturm. Das war ja Motto. Zu den Projekten der Vergangenheit, also Restaurierungsprojekte, Digitalisierungsprojekte. Ich habe 8 Stunden sind kein Tag genannt, den wir ja noch zeigen werden, hoffentlich, dass das Kino wieder öffnen darf. Große Projekte, Welt am Draht, Alexanderplatz. Fernsehfilme, die nicht Reiners eigene Rechte sind. Die musste ich ja wie ein Kaufmann kaufen. Damit ich es machen kann. Was hast du noch vor? Was liegt noch bei dir in der Schublade, was du gerne noch restaurieren willst, digitalisieren möchtest? Ja. Naja, das Wort digitalisieren mag ich nicht, das weißt du doch. Digitalisieren ist Quatsch, klar, das ist ein Vorgang. Digitalisiert haben wir ja schon 2001 seine ungefähr 24 seiner eigenen Filme. Dann habe ich die anderen Produzenten, oder wo er Co-Produzent war, angestoßen und habe gesagt, Kinder, ihr müsst das machen, es kommt diese Bildplatte, sprich DVD. Bildplatten gab es ja schon, aber die waren ja nicht richtig im Handel oder so. Und dann kamen die DVDs. Und dafür musste ich das Material haben. Das ging also jetzt nicht mit diesen alten Abtastungen, die man mal mit Massbändern gemacht hatte in den frühen 90er, Ende der 80er.
sondern es gab diese neue digitale Form des Abtastens. Das gehörte, da gehört auch ein Betrieb dazu, nennen wir. Damals war das jetzt noch nicht ARI, der hat sich ja dann erst darauf spezialisiert, aber da habe ich mich mit Wim Wenders ziemlich gut zusammengetan. Wir haben uns da, also er hat angefangen beim Werk, da war er ja in der Zeit auch Mitgesellschafter, da haben sie seine Sachen gerade angefangen und er sagte, wenn du willst, dann mach das doch auch hier. Und dann fing ich erst mit einem Color Grader von diesem Werk an, der wurde aber dann selbstständig. Und da habe ich das Ganze erst mal kapiert, was das heißt und was das für eine Arbeit ist und was es kostet. Jetzt wollen wir ja auch, es ist ja auch ein Wirtschaftszweig, das Restaurieren inzwischen. Und was dann zusammenkam, das ging dann erstmal, da gab es schon die amerikanische Vertriebsfirma, die DVDs haben wollte oder produzieren wollte. Das war alles in den 2000er, also von 2002 angefangen wurden die produziert und das. Und das ist ja alles nur eine Schiene gewesen. Dann kamen Ausstellungen, dann haben wir diese riesige Museum of Modern Art Retrospektive 97, 98 gehabt, an die sich dann die DVD-Geschichte, die war da noch nicht bekannt, aber sie hat sich dann angeschlossen. Also ich bin quasi in etwas hineingegangen, von dem ich so genau auch am Anfang nicht wusste, was kommt alles auf mich zu, aber ich habe es alles auf mich zukommen lassen und habe es dann, das habe ich einfach gelernt, auch beim Filmemachen, beim Filmeschneiden, müssen sie organisiert sein, musst du alles planen, musst du sagen, was kostet es, wo kommt das Geld her und so weiter. Und ich konnte gut haushalten, würde ich mal sagen, mit diesem 10. Todestag oder Todesjahr 1992, war das erste Mal, dass Rainers Filme aber durchgehend alle im Fernsehen liefen. Und soweit es auch unsere, wir haben ja inzwischen über 30 eigene Filmtitel als Produzenten. Also ich habe auch Filmtitel, die ich restauriert habe, dann für eine lange Auswertungszeit angekauft oder anbekommen von den TV-Anstalten, die also, wo Rainer kein Produzent war, sondern engagiert wurde als Regisseur, Drehbuchautor und vielleicht war auch noch Schauspieler dabei. Aber das ist Work in Progress. Und dieser Work in Progress, da hast du mich richtig zitiert, war, erst wenn alles fertig ist, höre ich auf. Ja, nun gab es wieder die zweite Welle. Das ist wie bei Corona. Zuerst war es SD, jetzt brauchen wir 4K. Wieder von vorne. Dazwischen Alexanderplatz, Welt am Draht. 8 Stunden sind kein Tag. Das waren Fremdproduktionen. Das waren sozusagen dann außer Fernsehen. Mäßige Verwertungsfälle. Da musstest du jedes einzelne Recht klären, damit du überhaupt diesen Film restaurieren kannst, dass du ihn überhaupt in anderen Medien, die dann gekommen sind mit den 2010er Jahren, das ging ja immer weiter und immer wieder weiter und wieder musst du Geld, also musst du auch genügend eingenommen haben, dann ist sozusagen die Foundation ist ja auch nicht nur ein Rechteinhaber und sitzt da auf ihren Rechten, sondern das, was mir wichtig war, ist, warum muss ich gut restaurieren? Warum muss das Material auf dem neuesten Stand sein? Damit man es in Anführungsstrichen auch verwerten kann. Weil die Fernsehanstalten sagen, ja, haben Sie das Material, haben Sie das? Das Kino macht ja auf einmal Schluss mit Kopien. Also brauchst du DCPs, Digital Cinema Packages. Also im Grunde rannte ich ein bisschen, also ziemlich voraus, das gebe ich zu, aber der Technik immer hinterher, um die Filme verfügbar zu haben. Und jetzt sind ungefähr, wenn wir jetzt mit euch, das haben wir ja vor, noch dieses sogenannte Beta-Filmpaket restaurieren. Da sind auch 2 Filme, wo wir Rechte haben. Dann sind wieder 5 Titel, darunter auch Lili Marleen, verfügbar. Und die werden, ihr macht die Kinoauswertung in Deutschland, wir werden dann den Weltvertrieb der DVD-Verwertungen machen. Verstehst du, ich musste entscheiden, will ich weiterhin nur Filme schneiden und vielleicht weiter Dokumentarfilme machen? Aber hier gibt es Rainer, hier gibt es eine Absprache, wenn du so willst. Rainer und ich, wen sollte es sonst geben, außer ihn, um den ich mich kümmere oder kümmerte so stark in der Zeit, wenn er dann mal zu dir sagte, du kümmerst dich mal, du und die Mutter, ihr macht das mal, dann machst du das halt irgendwann. Wir sind doch Frauen.
Und vielleicht musst du ein bisschen intelligent sein und ein bisschen pfiffig sein, das ist auch hilfreich. Eine Frage würde ich dir gerne, weil das sehr auch in die gegenwärtige Zeit passt, stellen. Er gilt ja als einer der produktivsten Filmemacher des bundesrepublikanischen Nachkriegskinos. 44 Filme in 17, glaube ich, in 17 Jahren. 16, 16, oder? 16. Ja, ich rechne 16, manche sagen 14. Ich fange immer bei 66 an. Also 44 Filme in 16 Jahren. Lockdown. Also wir sitzen jetzt seit 7 Wochen in Quarantäne oder und wie hätte er, wenn du das beurteilen kannst oder sagen kannst, darauf reagiert? Sicherlich mit vielen Projekten, aber er konnte ja nicht raus und konnte nicht kommunizieren und konnte sich nicht mitteilen. Och, da wäre ihm, glaube ich, die Zeit entgegengekommen. Du siehst ja, was hier viele junge Leute jetzt alles im Internet gemacht haben. Und das hätte ihn alles sehr interessiert. Er hätte sowieso schon längst Internetfilme und Werbefilme oder was auch immer er vielleicht gemacht hätte, jetzt aber auch um was zu arbeiten. Das war heute auch wieder die Hauptfrage. Warum hat er so viel gearbeitet? Naja, nicht weil er da saß und sagte, ich brauche Kohle, sondern weil es ihm Spaß gemacht hat und weil er was erzählen wollte. Weil ihm das Filme machen, das war alles, was er konnte, wollte und was ihn in Betrieb hielt. Er brauchte das so. Was Rainer immer sagte, beschwer dich bitte nicht, wir haben das Glück, wirklich was Schönes zu machen. Und ich habe das Glück, auch was Schönes zu machen. Und ich habe keinen Chef über mir oder einer, der sagt, Sie haben jetzt dies und jenes zu machen. Ich muss nur leider manchmal Leute sagen, passen Sie auf, das machen wir jetzt so oder so. Jetzt mache ich es auch. Also es ist ja eine große Veränderungszeit auch für uns alle. Und wir müssen neues Denken, neues Lernen. Und da wäre Rainer, glaube ich, der Erste gewesen, der volle Pulle Neues mitgemacht hätte. Ich weiß ja nicht mal, ob er noch Filme gemacht hätte. I don't know. Wir haben ja uns Zuhörer und Zuschauer gebeten, im Vorfeld Fragen zu stellen, die ich eine Frage, die immer wieder gestellt wurde, eine ganz wichtige Frage, finde ich, warum werden keine Fassbinder-Filme im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt? Was ist da eine Ja, weil Erklärung? das öffentlich-rechtliche Fernsehen beschlossen hat, dass die Kultur woanders zu sehen ist, Dreisat, wenn überhaupt, Arte, Deutschland, Frankreich, die haben natürlich nicht so viel Programmplatz. Jetzt hätten sie, also wir hatten ja, jetzt gibt es, dieses Mal gibt es einen Privatsender, nämlich Tele 5, die zeigen drei, vier Fassbinder-Filme. Wir haben leider mit Arte, obwohl ich Arte liebe, herzlichst liebe, aber mein Kontaktperson, die ich auch sehr schätze und liebe und die das auch bewegt hat, konnte nicht anders, weil es ein bisschen, ach, die haben halt ihre Pläne, ne? Konnten keines sogenanntes analoge Fernsehen mehr einschieben. Und dann kam tatsächlich, ohne dass ich damit gerechnet habe, dann Ende Dezember oder Mitte Dezember kam ein Feedback, ja, aber es kann leider nur Mediathek sein. Hat mir gar nichts gesagt, was das bedeutet, dass Arte Mediathek da Filme auch ausschließlich zeigt, tun sie jetzt seit geraumer Zeit. Ich glaube, Alexanderplatz läuft zurzeit. Bis August, ja. Ja, siehste. Und genau so hatten die das eben sich gedacht, dass wir das auch machen. Aber du kannst dir nicht vorstellen, für was für eine Lizenzsumme. Das kann ich nicht tun, weil wir haben ja auch DVD-Verträge in Deutschland mit Kinowelt ehemals, heute Studiokanal, die auch VOD haben. Wir können uns nicht gegenseitig, wenn auf Arte ein Film 6 Monate läuft, umsonst, können wir nicht unsere VOD-Vertriebssachen, die dort ja auch Geld einbringen, muss ich jetzt leider sagen, sonst könnte ich nicht restaurieren. Wir würden das ausnocken. Wir würden unseren Partner, mit denen wir diese Verträge haben, das macht, wie gesagt, Studiokanal, können wir nicht in diese Situation bringen, ne, dass das dann ausläuft. Oder sagen wir mal, nicht so gut. Also der Agent der Fassbinder Foundation, das macht ja die Werkschau, den ganzen Vertrieb, weltweiten und auch Inlandsvertrieb, der sagte ganz einfach, das können wir nicht durch diese Einnahmen, die uns Arte geboten hat, für diese
6 Monate VOD-Arte-Mediathek können wir gar nicht erwirtschaften. Also das bringt nichts und das andere ist einfach mehr. Grundsätzlich hat das mit einer alten Geschichte zu tun, die das Fernsehen, ich spreche jetzt von Redakteuren und die sind ja auch alle jung inzwischen und jünger, die wissen auch immer weniger, wer ist Fassbinder, sie kennen den Namen, aber sie gucken nichts. Es interessiert die Redaktionen nicht so sehr. Das sind so Filme, das sind so alte Kamellen, glaube ich. Ne? Das ist denen auch gar nicht klar, was der Typ für eine weltweite Resonanz immer noch hat. Und was ich dem Fernsehen vorwerfen werde, das hat nichts mit Fassbinder zu tun alleine. Ob das jetzt die Wim ist, wer auch immer, wir müssten ständig laufen, weil wir sind Filmgeschichte. Und damit kannst du ja natürlich auch Leute faszinieren. Und sei es um 5 Uhr noch was. Aber nein, es wird eben doch dann in Dreisat, das ist ja dann doch so, ach, das ist ja dann dieser Dreisat, das kommt dann so irgendwo hin und dann machen wir es ganz billig. Das ist eigentlich der Killer des deutschen Films und vor allem des wertvollen deutschen Films. Wann siehst du schon mal, wenn es nicht gerade Nibelung ist, von Fritz Lang ein Film im Fernsehen? Da muss er 100 Jahre tot sein, 150 Jahre tot sein, dann muss er wieder neu restauriert, belichtet oder gefärbt werden und irgendeiner spielt eine neue Musik oder sowas ein. Das ist diese Kulturlosigkeit, die ich vor allem in der Filmbranche immer noch sehe und spüre und die ich traurig finde. Also ich meine, selbst das Geld, also ich würde jetzt nicht Frau Grütters dafür verantwortlich machen, aber das liegt auch an unserer sogenannten Fleckerlteppich-Demokratie. Da gibt es die regionalen Sender, die sind ja alle wie auch die Länder selbst für sich zuständig. Du kannst ja auch nicht sagen, also Mutti, wenn wir eine Mutti haben, die kann ich sagen, ihr zeigt das jetzt. Das ist so für mich etwas, womit ich seit wir die Stiftung machen, lebe. Die größte Retrospektive im Fernsehen war 1992, weil wir diese große Ausstellung gemacht haben, weil er damals den 10. Todestag hatte. Er wird 2022 40 Jahre tot sein. Ich weiß nicht, was wir dann tun, ob da überhaupt noch was passiert. Ich kann ja nur versuchen, also es gibt eine Journalistin, die kenne ich schon sehr lange, die ist jetzt Freischaft inzwischen, die möchte gerne Schaltstelle sein zum Beispiel, ne? Pressemäßig mehr tun, damit wir mehr präsent sind. Das kennt ihr ja selber auch. Du bist das DFF ist ja eine ganze Maschinerie, mehr oder weniger. Ich kann das ja selber alleine gar nicht so leisten. Du musst ja da, Gott sei Dank, sind wir jetzt Partner, nicht? Ihr habt sozusagen einen Staatsauftrag oder einen Vereinsauftrag, nennen wir es mal so. Da hast du ganz andere Möglichkeiten. Wir sind eine private Stiftung, weil es nicht anders ging. Und ich bin jetzt erst noch dabei, diesen Schritt abzuschließen und den hoffe ich, dass ich den in 3 bis 4 Jahren abgeschlossen habe, spätestens noch die Filme. Beta-Paket ist das nächste 5 Filme im Sommer oder Herbst, wenn wir damit anfangen, in Zusammenarbeit mit euch. Dann gibt es noch die richtig harten Eier, Wildwechsel. Ich habe schon zum 100. Mal Herrn Krötz über alle Ecken bitten lassen, dass wir doch die Stoffrechte dazu brauchen, um den Film Wildwechsel zu restaurieren. Was kriegst du von Herrn Krötz zurück? Ein Schreiben, das heißt, und mit der Fassbinder Foundation will ich schon gleich gar nichts zu tun haben. Die rechte Lage ist ja klar. Er will das nicht, dass der Film existiert. Es war schon zu Rainers Lebzeiten so, als sie ihn gemacht haben. Dann gibt es noch was vom WDR, das ist Angst vor der Angst. Dann gibt es noch Frauen in New York. Und dann gibt es noch diese diese Matz-Aufzeichnungen von Bremer Freiheit, Nora Helmer, wie ein Vogel auf dem Draht, Kaffeehaus. Dann sind wir fertig. Wunderbar. Also jetzt nochmal zurück zu den Fragen aus dem Netz. Genau, du hast vieles schon beantwortet. Es kommt immer wieder die Frage, warum zu wenig Fassbinder verfügbar, beziehungsweise in den öffentlichen Rechten. Die müssen nur ins Internet.
Aber ich kann nichts verfügbar machen, was nicht restauriert ist. Ja, jetzt noch eine kurze Sache, die auch gefragt wurde, wie Fassbinder auf der Bühne. Fassbinder hat ja eine ganze Reihe von Theaterstücken geschrieben. Ja. Es sind auch viele Stücke nach seinen Filmen inzwischen auf der Bühne. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Erfolg zurzeit. Er wird sehr häufig gespielt auf deutschen Bühnen und internationalen Bühnen. Regelmäßig. Man kann nicht sagen zur Zeit. Es ist, also jetzt ist Corona, ne? Wir haben, die Theater sind zu. Die Kinosäle sind zu. Das ist einfach so. Ich sehe das ja. Ich sehe es an unseren Einkünften, die auch runtergehen, ne? Weil nichts gespielt wird. Das ist so, damit müssen wir leben. Das wird immer so sein. Aber seine Theaterstücke, die Stücke, die aus seinen Werken entstehen, Events, wie auch immer man das nennen darf, das, was dann, The Afterlife auf Fassbinder, das ist ziemlich lebendig. Sei es Remake, ich habe, wie gesagt, zwei Remake-Projekte, ein riesiges anderes Projekt in Amerika, ein Filmdrehbuch von ihm, das noch nicht verfilmt ist, das er noch verfilmen wollte, dann eben starb, gibt es schon Verträge. Also da ist eine Menge auf der Halde, die ist schon in Startposition. Das hat auch immer natürlich jetzt dann auch dieses unsägliche Biopic, auch das wird irgendwie helfen, jetzt haben sie es verschoben auf Herbst, die Premiere. Wer hat es gesagt? Auch schlechte Kunst ist Kunst oder schlechte Publikationen oder Publikumserfolge oder was auch immer. Ich habe mich zurückgezogen, die Dinge zu beurteilen, aber wir haben nicht nur einen Restaurierungsauftrag uns selbst gestellt, sondern wir haben auch uns zur Aufgabe gemacht, eben auch junge Filmemacher zu unterstützen. Jetzt, das wisst ihr vielleicht noch gar nicht, ich muss es euch jetzt sagen, weil ich ja nichts gehört habe und die mich schon lange befragten und belabert. Also das internationale Filmfest Mannheim-Heidelberg wird jetzt einen Fassbinder-Drehbuchpreis vergeben. Das finde ich wichtig. Es gibt ja auch das Fassbinder-Zentrum. Also es ist ja, irgendwie wird es jetzt doch, Heidelberg ist nicht weit weg von euch. Übrigens, im nächsten Jahr ist eine große Inszenierung in Mainz am Theater. Ich glaube, von Angst, Essen, Seele auch. Also es bewegt sich, Fassbinder ist immer da. Das ist keine Frage, da muss ich nichts machen. Also das Theater muss ich nichts machen. Das läuft, das ist die Arbeit vom Verlag der Autoren, der die Rechte vergibt. Die Urheberrechte liegen bei uns. Das ist sozusagen das Grundeinkommen auch von der Fassbinder Foundation, keine Frage. Aber so Sachen wie jetzt zum Beispiel, was wir bitte nicht vergessen wollen, dass wieder unser geliebter Schirmer-Mosel Verlag auch zu seinem 75. ein kleines Bändchen wieder rausbringt, Fotoband in Anlehnung an den großen Katalog, da hat er noch mal was. Es gibt eine Frage noch, die gekommen ist zu der Begegnung mit Andy Warhol rund um Carrel. Ich erinnere mich an unser Treffen damals in Paris in der Cinemathek, nicht in der Cinemathek, sondern im Centre Pompidou, wie Schlangen vor dem Centre Pompidou gestanden haben, um Filme zu sehen. Du hast schon erwähnt, die Retrospektive in New York im Museum of Modern Art. Die Schlangen standen dort dreifach. Die Wirkung von Fassbinder im Ausland ist natürlich sehr, sehr groß. Jetzt würde ich dir, wie war das mit Andy Warhol? Und das war ja sozusagen der Besuch, soweit ich mich entsinne, bei den Dreharbeiten zu Carrel. Er kam zu den Dreharbeiten von Carrel, das war das erste Treffen, richtig. Das hatte der damalige Produzent so arrangiert. Und Andy Warhol hat ja das Plakat dann auch für Carrel gemacht. Mhm. Das war bescheiden. Freundlichst. Ich saß allein mit ihm in der Vorführung. Ich zeigte ihm den Film. Später dann in New York hat er ihn gesehen. Er kam ins Studio noch während des Drehens. Da kamen noch mehr. Das war ein Kommen und Gehen von very important people. Mhm.
Und Patrice Chéreau und noch einer, den habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Aber wir haben ihn dann im Studio besucht, als wir in New York waren, und haben ihm den Film gezeigt. Also das heißt, ich habe ihm gezeigt. Rainer hat gesagt, ich muss ihn nicht mehr sehen. Und dann war ich mit Andy alleine und da guckte er. Und er war ja so ein bescheidener Mensch. Er war ja kein Quatscher. Er hat ja gar nichts gesagt. Er sah und sagte, it made me hot the whole day. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die Begegnung die Korrespondenz oder Kontakte zu sehr Prominenten, sehr Stars aus Hollywood, beispielsweise gibt es einen Brief oder Kontaktaufnahme von Michael Douglas. Was war das? Der war konkret vorgesehen für Lili Marleen. Er sollte den Mendelssohn, Robert Mendelssohn spielen, ja. Weil der Richard Gere, der war davor, es abgelehnt hatte, weil er mit Rainer was anders machen wollte und nicht wieder einen Juden spielen wollte, weil er zuvor Yanks gemacht hat mit dem Schlesinger. Ja, und dann kam man eben auf den Michael Douglas und der hat einen sehr schönen Brief geschrieben. Ja, den kennst du, richtig. Nicht lang, aber gut. Seid ihr oder ist Fassbinder denn auf die Personen zugegangen, wie beispielsweise, was ist Jane Fonda, gibt es doch eine schöne... Das hat Regina dann organisiert, das wollte ja Regina Ziegler produzieren, also ausführende Produzentin, das war ihre Idee, sie sagte, du, wenn du willst, kann ich dir auch Jane Fonda besorgen, und dann guckte er und sagte, warum nicht, und schon hatte sie, und dann gab es das Telefonat zu Hause bei uns, als sie anrief, das wurde dann arrangiert. Und ich ging ran und reichte weiter und dann sagte sie, aber this is Jane Fonda herself. Und dann reichte ich an Reiter weiter und dann sagte er, and this is Fassbender himself. So, das waren Spiele. Er hat sich interessiert für sie, weil sie politisch eine spannende Person war und weil natürlich auch sie... Das muss man jetzt noch dazu sagen, zu der Zeit haben sich die Stars, amerikanischen Stars von Größe, Fonda, Größe, Richard Gere, haben sich für das europäische Kino interessiert und haben, Robert Redford hat dem Rainer einen Film angeboten zu machen. Und Rainer hat dann gesagt, dann würde ich gerne Le Bleu du Ciel machen. Und so, also das war einfach normal, man hat sich verbunden, das ist bis heute klar, dass die Amerikaner und der Übrige ist ja noch, das Urgestein ist ja Scorsese, der hat ja nicht umsonst Michael Ballhaus als Kameramann sich geangelt, weil er wusste, wo er herkommt. Das europäische Kino speziell, das neue deutsche Filmwunderkino, wenn man so will, war eines der wichtigsten international damals wichtigsten Kinos. Heute ist es China gewesen, also ist auch schon vorbei, gibt es jetzt auch schon die zweite Generation und so. Das war damals eben volle Pulle. Rainer ist mit dem Rolls-Royce abgeholt worden in New York, als wir da zum Festival eingeladen waren mit Maria Braun. Und das war der Stil. Stichwort Maria Braun, da gibt es doch auch noch einen Kontakt zu Romy Schneider. War die nicht vorgesehen für die Rolle der Maria? Nein, die Maria Braun, das war eigentlich die Idee von damals, glaube ich, Fengler, und Mertesheimer hätte es auch gut gefunden. Und dann hat sich Rainer, der ja, das war ja auch ein ganz wichtiges Paar, also stand ja ständig in der Zeitung, wann arbeitet er endlich mit ihr und so. Sie hat sich natürlich für ihn interessiert, sie war eine Deutsche, wir kennen ja die Geschichte. Ich war dabei beim Treffen. Sie war wirklich sehr, sehr süß. Ne? Er hat ihr den Roman, nicht für die Maria Braun, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, das war später für Kokain, hat er ihr ja nochmal was angeboten. Aber Maria Braun war für ihn, er hatte da schon ein bisschen Angst, in Anführungsstrichen, von Romy Schneider, weil das war bekannt, dass sie gerne mit Kopf und Herz und Haar und Körper sich erlöst fühlen musste, um eine Rolle voll zu spielen. Und es gibt Briefe von ihr. Da erklärt sie ihm dann, was sie jetzt als nächstes, dann macht sie das. Das wurde ihm zu kompliziert. Entweder sie macht es mit ihm und dann ist basta, oder sie macht es nicht. Und dann gab es ja diese lange Pause mit Hanna. Und es war dann eben, Rainer ist auf Hanna zugegangen wieder. Sie hatten ja 3 Jahre
Sendepause. Und es war ja Hannas Wunsch, mal nichts zu tun und keine Filme mit ihm zu machen. Und sie hatte zwei Filme gemacht, die jetzt nicht so besonders aufregend waren, aber es war eben doch sein Star und das hat er dann auch so gewollt. Und die Hanna ist, glaube ich, die Einzige, die diese Rolle wirklich zu der gemacht hat, die sie auch zu einem Welterfolg gemacht hat. Mhm. Also diesen Film. Jetzt kommen wir nochmal zurück. Wir sind ja hier im Lesesaal des, beziehungsweise ich bin im Lesesaal des Fassbinder Centers, du bist in Berlin. Die Frage, die dir sicherlich schon 100-mal gestellt wurde, aber die kommt natürlich auch über das Netz an uns. Warum gerade Frankfurt? Warum hast du das Deutsche Filminstitut Filmmuseum ausgesucht? Warum diese Stadt am Main? Naja, also es ist ja bekannt, dass Fassbinder ein Frankfurt-Fan war. Er liebte diese Stadt. Er hat dort kurzfristig mit großen Querelen mal ein Theater geleitet. Unter dem Prinzip Mitbestimmung. Es gibt das Deutsche Filminstitut Filmmuseum, das ein nicht direkter Verwandter, aber ein alter ein Nennonkel von mir gegründet hat. Ich bin in Wiesbaden teilweise aufgewachsen. So um die 15 war ich da, als wir nach Wiesbaden zogen. Da wurde ja meine Schwester geboren. Mein Vater war, Stiefvater war, war selber Kurzfilmemacher, hat dann für die FSK, FBW ja gearbeitet. Und ich kenne mich ja in diesem hessischen Milieu aus. Und ich fand Frankfurt eine also für Fassbinder, Wunden, so habe ich ihn ja kennengelernt. Er hatte gerade das Theater hinter sich gelassen, als ich ihn kennenlernte. Es war nicht nur das Theater, es waren diese riesigen Anschuldigungen gegen ihn wegen seines Stücks. Der Müll, die Stadt und der Tod, die ja indirekt mit Frankfurt zu tun hatten und aus Frankfurts Geschichte heraus entstanden ist. Das hat für mich immer etwas von Bezugsfähigkeit, Möglichkeit gehabt. In München ist er aufgewachsen, aber auch nicht gerade in der glücklichsten Zeit damals. Also es gibt zwei Städte, die für Rainer immer sehr wichtig waren für seine künstlerische Arbeit. Das ist Berlin natürlich auch. Berlin-Alexanderplatz hat er ja nicht nur wegen Berlin gemacht, sondern auch wegen Döblin. Und Frankfurt war für ihn die Stadt des politischen Bewusstseins, zumindest aus seiner Generation heraus. Und dann gab es die Zeit, er hat ja ein Stück inszeniert am Schauspielhaus. Damals hat er die Trissenauer kennengelernt. Es war eine Zweitaufführung von einem Handke-Stück, zum zweiten Stück von Handke. Und danach, so habe ich ihn immer gehört. Ich bin ja auch mit ihm zum ersten Mal in Frankfurt gewesen, als wir den Verlag, als er da eben 13 Monate da gedreht hatte. Und das hatte damit zu tun, dass Volker Spengler dort lebte und er hatte ja nun ziemlich private Schwierigkeiten in der Zeit und ist geflohen. Und da hat ihm Volker, was blieb ihm anders übrig? Er wollte was schreiben, er musste was tun. Und dann haben die ihn aufgenommen, eine kurze Zeit, da lebte er mit Volker und seinem Freund. Und dann schrieb er die Geschichte, die Geschichte der Elvira Weishaupt. Und ich war damals kurzfristig, das war ja nach Maria Braun, da brauchte ich mal Pause für mich. Dann bin ich nach Frankreich und habe einen Intensivkurs Französisch gemacht. Und wir waren eigentlich locker verabredet. Ich hatte eigentlich ich war ja gar noch gar nicht so jetzt ausschließlich mit Rainer. Ne? Und kam dann zurück und hörte, er dreht in Frankfurt und da habe ich ihn besucht. Und ich tauchte da so auf als Holde Maid und habe ihm vielleicht auch ein bisschen Kraft wiedergegeben, weil er sich ja auch sehr schuldig fühlte an dem Tod seines damaligen Gefährten. Und deswegen ist für mich Frankfurt eine wichtige Stadt geworden. Also das hat mit ihm zu tun, mit meiner Familiengeschichte, es hat mit euch zu tun, mit dir ganz persönlich auch zu tun und natürlich auch mit Claudia und dann ist es jetzt Frau Harrington geworden und ich würde sagen, und es war immer mein Wunsch, dass es ein Fassbinder-Center gibt, dass es irgendein Ort gibt, der ein Study-Center ist, was wiederum durch meine Zeit in New York, ich habe ja einige Jahre dort gelebt, hatte ja dort auch eine Foundation gegründet. Und was ich so toll fand, ich saß ja oft in den Study Centers der New York Library, von der New York Film School und so weiter. Ich fand das toll, Studenten in der Nähe zu haben. Zwei Frankfurt-Filme, die hier in der Stadt gedreht wurden. Das ist einmal Mutter küsst das Pfarr zum Himmel, die mit
Der Film beginnt mit einer wunderbaren Collage an Postkarten, Ansichten des damaligen Frankfurts. Und dann, du hast schon kurz angedeutet, 1978, in einem Jahr mit 13 Monaten, entstanden unter anderem schräg gegenüber des Filmmuseums die erste Szene, aber auch im Karmeliterkloster eine sehr, sehr wichtige Szene entstanden. Vielleicht kannst du da kurz nochmal was zu diesem Frankfurt-Bezug bzw. zu den beiden Filmen sagen. Naja, im Grunde ist in 13 Monde ja auch ein Teil der Geschichte, die er ja immer erzählen wollte und die er sie auch erzählt hat in dem Stück Der Müll und die Stadt und der Tod, der Müll, die Stadt und der Tod, nämlich die Stadt Frankfurt, die eben ganz besonders und deren Führung natürlich auch daran interessiert war, eben so die sogenannte eigentlich die Schuld der Deutschen gegenüber den Juden insofern zu kompensieren, indem man dann eben auch, es geht jetzt nicht unbedingt um die jüdische Geschichte, aber es geht darum, dass eben einer der größten Bauherren von Frankfurt, der diese riesigen Hochhäuser, und dann gab es ja das Westend und das Abbauen und das, die Veränderung der Stadt, das hat er ja in seinem Stück letztendlich ziemlich genau übernommen. Und diese Geschichte erzählt er ja mit dem Anton Seitz auf seine Weise wieder weiter. Und was da entstanden ist, ist ein Exposé, das er ja sehr in einer Nacht geschrieben hat, als er da bei Volker Spengler und seinem Partner lebte. Und das ist alles in einer Woche passiert. Und dann war für ihn, hat er ja auch selber alles organisiert. Also er hat ja die Kamera selber gemacht. Es war ja, er hatte ja auch kein Geld in dem Sinne, kriegte für diesen Film schon gar kein Geld, außer eine Zusage vom WDR, dass sie die Fernsehrechte übernehmen. Das war seiner Freundschaft zu Peter Mertesheimer geschuldet. Aber insofern war das wieder eine weitere Geschichte, die er verarbeiten musste für sich. Und dann hat er sie in Frankfurt verortet, weil auch die Stadt Frankfurt aus der damaligen Sicht zumindest oder aus dem damaligen Zustand auch dafür die Kulisse geboten hat. Und ich finde, die kann, wie gesagt, diese Geschichte ist grundsätzlich, hat er da wieder seinen Faden weitergesponnen des Stückes, das nicht mehr aufgeführt werden konnte und erst Ende der 90er zum ersten Mal an einem Theater in Deutschland gespielt wurde, während es schon anderswo gespielt worden war. Das ist aber auch Rainer, der seine Geschichten nicht aufgab. Er war da, sagen wir mal, er war da nicht nachlässig. Er wollte seine Geschichten noch mal vertiefen. Und das wissen aber jetzt nur die Eingeweihten. Ich glaube, da denkt keiner mehr so heute drüber nach. Was war damals in Frankfurt? Was war mit dem Stück? Das ist ja alles Schnee von gestern, wenn man so schön sagt. Trotzdem war das immer noch in ihm als Abarbeitungsthema, weil er hat das nie verstanden, diese Anschuldigungen, die dann auch von der jüdischen Gemeinde gekommen sind, wobei es nachvollziehbar ist, was die jüdische Gemeinde vortrug, wenn man sich das Stück durchliest, so hat es mir zumindest Herr Bubis gesagt, den habe ich ja persönlich mal kennengelernt und auch angesprochen darauf, hat er mir gesagt, ja, da war ich schon, das Stück habe ich in einer halben Stunde auf dem Klo gelesen. Also das war schon harter Tobak für mich, das kann ich schon nachvollziehen, aber die Interpretation war ja doch ziemlich überzogen. Heute gibt es Massen, habt ihr alles in euren Archiven zu Müll statt Tod, Massen wissenschaftliche Arbeiten und Abhandlungen und so. Ich glaube, 8 Kartons haben wir zum Müllstatut. Aber genau, das ist ja das Stichwort. Der Hinweis, dass wir ja jetzt hier im Fassbinder Center die Möglichkeit haben, auch in diesem Lesesaal, dass wissenschaftlich Arbeitende diese Materialien einsehen können und daraus Arbeiten entstehen könnten, Diplomarbeiten, Dissertationen etc. Nicht nur am Sekundärmaterial, was ihr ja zusammengetragen habt, sondern auch einen Blick werfen können in das Primärmaterial, also sprich in die Materialien des Urhebers, also sprich Fassbinder. Also alle sind eingeladen, sich mit uns in Verbindung zu setzen, sich Themen zu überlegen, um dann hier vor Ort zu recherchieren. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir auf diese Art und Weise miteinander. Aber öfters das machen, ich finde es gut. Ganz wunderbar, herzlichen Dank. Mach's gut und bis dann.
Ja, tschüss. Tschüss an die anderen. Ciao, ciao. Das war's aus dem Lesesaal des Fassbinder Centers. Das Gespräch mit Juliane Maria Lorenz-Wehling. Ich bedanke mich für das Interesse. Ich hoffe, Sie, ihr habt auch einiges erfahren über die Arbeit der Foundation und des Fassbinder Centers und lade euch ein, noch weitere Informationen zu holen über unsere Website oder uns direkt zu kontaktieren unter sammlungen@dff.film. Danke und tschüss, schönen Pfingsten.